Praise the Lord. Preist den Herrn. Praise the Lord. Preist den Herrn. Hallelujah. 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 Can we all rise? Can we all rise? Könnt ihr aufstehen? Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Preist sei dir, Jesus. Thank you, Jesus. Dank sei dir, Jesus. Praise you, Jesus. Preist sei dir, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Hallelujah. 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 We shall invite the Holy Spirit by singing a hymn once again as we are beginning to share. If you are able to keep standing, well and good. Otherwise, you please may sit at any time. Please feel free to sit. Those of you who are young, we can stand. And we pray to the Holy Spirit to give us enthusiasm, give us inspiration, give us faith, give us perseverance, so that we can truly adore Jesus. Now I want to speak. Also wir wollen jetzt noch einmal den Heiligen Geist einladen. Wir wollen noch einmal ein Lied zum Heiligen Geist singen und die Salben des Heiligen Geistes zu empfangen. Und bleibt ruhig stehen, die hier noch steht. Wer älter ist, darf sich auch gerne hinsetzen. Aber wer sich jung fühlt, soll stehen bleiben. Und wir bitten den Heiligen Geist in dreifacher Absicht. Einmal um Begeisterung, um Glauben. To give us enthusiasm. Für Begeisterung. To give us faith. Für den Glauben. Give us perseverance. Perseverance, continuity. Und Beständigkeit. In prayer. Beständigkeit im Gebet. Hallelujah, 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 praise you, Jesus.
precious, we adore you, Jesus, glorify you, Jesus. Jesus, present in the holy sacrament of the altar, we bless you, we praise, we adore you. We bow down before you, we bring ourselves before you as we adore you. Look kindly upon us, we sinners, we have nothing to offer you except our sin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, give us the Holy Spirit so that we can pray, so that we can be enthusiastic, so that we can run with the word that is given to us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Spirit of forgiveness, O Spirit of perseverance, O Spirit of faith, rain down upon us. Hallelujah, 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 hallelujah. Let's keep our hands close to our heart. Recognize that Jesus is in our heart. Legen wir unsere Hände aufs Herz und denken wir daran, dass Jesus in unserem Herzen ist. Jesus present on the altar as the Eucharistic bread is also present in my heart. Jesus, der gegenwärtig ist auf dem Altar in dem eucharistischen Brot, er ist auch gegenwärtig in meinem Herzen. Can I ask you to gently close your eyes? Und ich bitte euch jetzt einfach mal die Augen zu schließen. Silence your body. Werdet ganz still, hört auf die Stille eures Leibes. And recognize that the Spirit is praying within me. Und erkennt und nehmt wahr, dass der Geist in euch betet. The Spirit helps me to call out the name of God as my Father. Der Heilige Geist ist es, der uns hilft, dass wir den Namen Gottes ausrufen als unseren Vater. We do not know how to pray. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. But the Spirit helps us. Aber der Geist kommt uns zu Hilfe. To cry out to God. Und Gott anzurufen. As our Abba. Als unseren Vater, Abba. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Please be seated. Nimm bitte Platz. We shall take a short gospel passage from the Gospel of Luke, chapter 1, verses 39 to 47. Wir hören aus dem Lukas-Evangelium, erstes Kapitel, die Verse 39 bis 47. Luke 1, 39 to 47. Lukas 1, 49 bis 47. 39 bis 47. I shall read in English first and followed by in German. Wir hören es zunächst in Englisch und dann in Deutsch. In those days, Mary set out and went with haste to a Judean town in the hill country, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the child leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit and exclaimed with a loud cry, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why has this happened to me, that the mother of my Lord comes to me? For as soon as I heard the sound of your greeting, the child in my womb leaped for joy. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her by the Lord." And Mary said, "My soul magnifies the Lord." Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte,
hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Wonderful, I'm sure you are familiar with this gospel passage. Wunderbare Schriftstelle und ich bin sicher, ihr seid sehr bekannt mit dieser Stelle. Yes? Stimmt das? The first verse was, in those days Mary set out and went with haste. Tell me from your memory, what just happened before this? Also der Text fing an, da heißt es, nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt. Sagt mir, was ist denn vorher gewesen? Was ist vorher passiert? The angel came to Mother Mary. The Annunciation, very good. Congratulations, 100 points to all of you, okay? Also 100 Punkte für euch, die Verkündigung ging voraus. So the Annunciation, the angel announced the good news to Mary. The word came to Mary. Mary accepted the word and Mary went out in haste. Also es war so, dass der Engel zu Maria kam. Er brachte ihr die frohe Botschaft. Er brachte ihr das Wort und Maria hat das Wort aufgenommen und dann machte sie sich voll Eile auf den Weg. What are some of the emotions or attitudes that you find in Mary? Can you say? Also könnt ihr sagen, was für Eigenschaften wir hier bei Maria sehen? Immediately. Mhm. Weiter. Trust in God. Okay. To hear. Okay. Also emotions. What are her was, emotions? Sagt auch etwas über die Gefühle. Was hatte Maria wohl für Gefühle? Joy. Joy. Surprise. Surprise. To give help for her aunt. Mm-hmm. Okay. Sie hat das Gefühl, Gott zu empfangen. Okay. Mother of God. Filled with Holy Spirit. Inside there was a push to go. Okay. I don't know whether all the emotions of Mother Mary are expressed here. We'll have to ask her. Okay. But I think there's one more emotion left. Ja, ich glaube, dass all diese Gefühle in der Mutter Gottes waren, aber ich glaube, dass noch ein Gefühl fehlt. Jewish girl, 14 years, also es war blessed in marriage. Maria war ein jüdisches Mädchen, 14 Jahre alt. To a young man, Joseph. Verlobt mit einem jungen Mann, Joseph. Suddenly becoming pregnant. Und jetzt war sie auf einmal, sollte sie schwanger werden. Was ist das für ein Gefühl, was da in ihr ist? All the good things are there. But also Mary is a human being and her human qualities are also there. Also all diese guten Gefühle, die ihr gesagt habt, mögen da gewesen sein. Aber wir müssen auch wissen, Maria war ein menschliches Wesen und sie blieb ein menschliches Wesen. Was war da noch für ein Gefühl in ihr? Yes, is it true? Same thing we can also speak about Jesus, right? It's true that Jesus also experienced human emotions. Und können wir es auch von Jesus sagen? Auch Jesus hat alle menschlichen Gefühle erlebt. Okay, so Mary also had this fear in her heart. Also Maria hatte auch diese Angst in ihrem Herzen. But at the same time, what we are surprised is that she accepted God's word readily. Aber das, was wirklich überraschend ist, ist wirklich, dass sie das Wort Gottes angenommen hat. Just to conclude our, you know, our reflection that Mary also perhaps experienced fear to a very great extent.
Let me also tell you, you know, a reference to what Jesus experienced before the cross, okay? So Jesus, also, man. Also sehen wir eine Parallele dazu, dass Maria als menschliches Wesen wirklich auch diese Angst gehabt hat. Und ziehen wir eine Parallele zu Jesus, der auch diese menschlichen Gefühle hat. Und schauen wir, wo das ausgedrückt ist, dass er vor seinem Kreuzestod eben welche Gefühle er gehabt hat. The Gospels tell us very little, says about Jesus perspiring blood, praying, in anguish in Gethsemane, but the letter to the Hebrews gives us an important detail. In den Evangelien lesen wir, dass Jesus Blut geschwitzt hat, dass er das Blut geflossen ist. Aber im Hebräerbrief finden wir noch einige andere Details. Chapter 5, verse 7. Im Hebräerbrief 5. Kapitel, Vers 7. I read in English. In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to the one who was able to save him from death. Als Jesus auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Did you ever think that Jesus could cry loud? Habt ihr das gedacht, dass Jesus wirklich laut schreien kann? Did you ever think that Jesus could shed tears? Habt ihr jemals gedacht, dass Jesus wirklich Tränen vergießen konnte? This is what the scriptures tell us, that in the days of his flesh means humanity. Also das sagt uns die Heilige Schrift, dass er zu den Zeiten, als er auf der Erde war, als er Mensch war, he went through human emotions. Da ist er durch alle diese menschlichen Gefühle hindurchgegangen. Well, we are not studying psychology, but I want to bring one point here. Also wir machen das jetzt nicht wissenschaftlich, aber ich möchte einen Punkt euch nahe bringen. We all have our life. Wir haben alle unser Leben. We all have our dreams. Wir haben unsere Träume. We all have our personality. Wir haben alle unsere je eigene Persönlichkeit. We all have our style of moving forward. Wir haben alle unsere verschiedenen Art und Weisen, uns fortzubewegen. Jesus and Mary also had their own way of moving forward. Und genauso war es auch bei Maria und bei Jesus. But then comes an encounter with God. Aber dann kommt es zu dieser Begegnung mit Gott. This encounter with God, God's angel, God's word, caused a turmoil, caused an upside down, an upheaval in Mary's life. Und diese Begegnung mit dem Engel, diese Begegnung mit Gott, hat alles im Leben von Maria umgedreht. And put her in motion. That's important. Motion, movement. Und das hat sie in Bewegung gebracht. Das ist der entscheidende Punkt. So God enters into Mary's circle of her life. Suppose we say her life is a circle. God enters into that circle. Also Gott ist in den Lebenslauf, in den Lebenskreis Mariens eingetreten. She doesn't remain where she is. She doesn't remain embarrassed, fearful. She doesn't remain closed up, but she explodes. Und da blieb Maria nicht in dieser Angst oder in dem, was sie gerade beschäftigt. Sie blieb nicht in ihrem Lebenskreis, sondern sie brach auf. And she moves forward. Und ging vorwärts, ging voran. I'm saying this because in the light of what is happening in the church today, ich sage euch das alles, weil in dem, was heute in der Kirche passiert, this is the movement Pope Francis is inviting us to make. Ist genau das was das Franziskus uns eben einlädt, Papst Franziskus uns einlädt, in diese Bewegung hineinzugehen. And a beautiful Italian phrase is Chiesa in cammino. Und ein bekanntes italienisches Sprichwort sagt Chiesa in cammino. The church which is walking, right? Chiesa, church, in cammino, walking. Die Kirche in Bewegung, die Kirche auf dem Weg. Ja. Why the Chiesa is in cammino? Why the church has to walk? Warum soll die Kirche auf dem Weg sein? Warum soll sie sich aufmachen? The same reason why Mary walked. Genau derselbe Grund, warum Maria sich auf den Weg gemacht hat. The same reason why Mary walked in haste. Dasselbe, warum Maria sich eilig auf den Weg. The same reason why Mary exploded with joy. Dasselbe, warum Maria außer sich war vor Freude. Because the church has received the word. The church has received Jesus. The church has received the good news. Weil die Kirche, genau wie Maria, das Wort Gottes, die frohe Botschaft empfangen hat. Now remember, if this explosion has to happen,
then these two encounters, encounter of our life and encounter with God, has to take place. Also damit dieses Aufbrechen wirklich geschehen kann, geschieht, brauchen wir eben diese Begegnung mit Gott in unserem Leben. Now let me talk some psychology as well. Jetzt lass mich mal noch was Wissenschaftliches sagen. We are familiar with the word ego. Wir sind bekannt mit dem Wort Ego. Kennt ihr das Wort Ego? Okay. Self, the decision maker. Ego, it is what gives identity to the self, right? Ego, ego, self. Also das Ego heißt ich. Das gibt mir die Identität. So the ego determines, the ego plans, the ego visualizes. Also das Ego plant, das Ego... Yeah, the self determines, the self plans, the self... Das ist das Selbstbewusstsein. Mm-hmm. So we can call it an ego drama. Everything is around me. I have my plans. What's going to happen after my retirement? I already planned. What's going to happen? Also wir können auch sagen, alles dreht sich um mich, um mein Ego. Das, was jetzt passiert, und ich habe selbst schon geplant, was in meinem Ruhestand passieren soll. And the young people here are already planning for their life. What's going to happen? What's the course of study they will take? Which girl they are going to marry? Everything is planned. The ego is well planned. Und auch bei den jungen Leuten ist es so, sie haben schon geplant, wie es in ihrem Leben weitergeht, was sie studieren werden, was mit der Familie sein wird. This is the ego drama that you and me are every day going through. We have a drama going on, ego drama. Das ist das ego drama, durch das jeder von uns jeden Tag hindurchgeht. Into this ego drama, which all of us have to go through, comes a theor drama. Und in dieses ego drama, also in dieses Kreisen um uns selbst, kommt eben das Theodrama, also das Drama Gottes hinein. God coming into, God playing his drama with my life. Also Gott tritt ein und er spielt das Drama mit meinem Leben. Er kommt in mein Leben hinein. But he has left me free to play my ego drama all by myself. Aber er lässt mir die Freiheit, dass ich mein Ego-Drama für mich selber spiele. Ich allein nehme es in die Hand. Or allow God to align with me, or allow God to enter me. Oder ich gestatte es wirklich Gott, dass er in mein Leben hineintritt und dass er die Führung übernimmt und wir das Leben zusammengehen. This is what happened to Mary. Und genau das ist, was im Leben von Maria geschehen ist. Allowed her ego drama to be ruptured by the theodrama. Also Maria hat es gestattet, dass in ihrem Ego-Drama Gott eingedrungen ist und ein Gottesdrama daraus wurde. Not that her personality was crushed. Dadurch wurde aber nicht ihre Persönlichkeit gemindert oder eingeschränkt. Not that her personal qualities were suppressed. Auch nicht ihre persönlichen Qualitäten wurden eingeengt. Not that her femininity was given up. Oder ihre Weiblichkeit wurde dadurch nicht aufgegeben. But you see that everything begins to flower. Und ihr seht, im Leben Mariens begann alles zu blühen. Mary is fruitful. Maria wurde fruchtbar. She has conceived. Sie hatte empfangen. She is joyful. Sie ist voller Freude. She goes in haste. Sie eilte. She meets Elizabeth. Und traf Elisabeth. And there they encounter. Und sie hatten eine Begegnung miteinander. And the Holy Spirit is shared among them. Und der Heilige Geist sprang von rechts nach links. And Saint John the Baptist receives the Holy Spirit from Mary. Und selbst Johannes der Täufer hat im Leib von Elisabeth den Heiligen Geist durch Maria empfangen. Because of the presence of Jesus in Mary. Durch die Gegenwart Jesu in Maria, in Maria, ja. Theodrama, entering into ego drama, can work wonders. Also wenn Gottes Drama in das menschliche Ego hineinkommt, dann geschehen Wunder. Amen. Well, but sometimes it can so happen. Modern society, consumeristic society, tells us, Theodrama, let it be there for the church. Also, aber manchmal kann es so geschehen, dass in unserer Gesellschaft, in unserer Wissenschaft und Materialismus, dass da gesagt wird, ach, lass das Theodrama mal für die Kirche, das hat mit uns nichts zu tun. This belongs to the church, this belongs to the society, no mixing. Also, vermischt das nicht, das gehört zur Kirche und das gehört zur Wissenschaft. This belongs to your faith, this belongs to my personal life, don't mix it.
das ist der Glaube und das ist mein persönliches Leben. Macht es nicht zusammen. Because this is a secularized world. Weil wir sind, das sagt uns die säkularisierte Welt. Nothing to do with God here. Das hat mit Gott hier überhaupt nichts zu tun. This is my space. Das ist meine Freiheit. If at all I give some space to God, that's for the Sunday. Wenn ich etwas Zeit für Gott habe, dann eben am Sonntag. Or maybe when I pray. Oder wenn ich mal mir die Zeit nehme zum Beten. God doesn't have permission in my personal life. Aber Gott hat keine Erlaubnis in meinem persönlichen Leben darum zu in machen. In the way I think. In der Art, wie ich denke. In the decisions I make. In den Entscheidungen, die ich treffe. The plannings I have. Und die Pläne, die ich habe. God is not there. Da hat Gott nichts mit zu tun. He doesn't need to be there. Er muss nicht da sein. I can do it myself. Das kann ich doch alles alleine machen. I have everything I want. Ich kann doch alles haben, was ich will. I'm quite happy with all this. Und ich bin doch glücklich mit all dem. Why are you preaching about God to me? Warum predigst du zu mir über Gott? These are the questions we have to answer. Und das sind die Fragen, auf die wir eine Antwort geben sollen. Mary and Joseph and Elizabeth and Zachariah, they answered these questions. Maria, Josef, Zacharias und Elisabeth, sie haben auf diese Frage eine Antwort gegeben. Wonderful. So we move forward from here. Also wunderbar, wir gehen weiter von diesem Punkt aus. Any questions? Gibt es dazu Fragen? She's waiting for the sentence, I am the handmaid of the Lord. Ah, okay, that was said to the angel. We have taken that incident and we have moved forward. Also das sagt der Engel zu Maria, aber wir haben jetzt dieses Ereignis, das sagt Maria zu dem Engel, aber wir haben jetzt einfach dieses Ereignis, dass es geschehen ist und damit gehen wir voran. So coming back to the church, the theme of the church. Also kommen wir zurück zur Kirche, zum Thema der Kirche. And the invitation of Pope Francis. Und diese Einladung von Papst Franziskus. To be in movement. Dass wir in Bewegung sein sollen. Chiesa in cammino. Die Kirche in Bewegung. Chiesa, church moving out. Die Kirche, die sich auf den Weg macht. Chiesa sharing the word. Die Kirche, die das Wort mitteilt. The church is not a museum. Die Kirche ist kein Museum. The church is not something to be guarded. Die Kirche ist nicht etwas, was in sich abgeschlossen ist. The doors and the windows need to be opened. Die Türen und die Fenster der Kirche, sie müssen geöffnet werden. The digital communication must transmit. Die Kommunikation muss sich übertragen, muss hinaus. This is the good news that you and me are blessed with. Das ist die gute Nachricht, mit der du und ich gesegnet sind. This is our responsibility. Das ist unsere Verantwortung. No one else can do this. Keiner anders kann das tun. Every one of us. Jeder von uns is invited. Ist eingeladen. To take forward the good news. Die gute Nachricht hinauszutragen. With joy. Mit Freude. With enthusiasm. Und mit Begeisterung. With conviction. Mit Überzeugung. Like Mary. So wie das die Mutter Gottes getan hat. In this context, I also want to introduce a bigger theme, that is the theme of prayer. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch ein neues Thema anschneiden, und zwar das Thema des Gebetes. Because God's dreams and God's plans cannot be fulfilled in my life. Weil die Pläne Gottes und die Wünsche Gottes, die Träume Gottes können in meinem Leben nicht erfüllt werden. Unless I have a relationship with God. Wenn ich nicht eine Beziehung zu Gott habe. And this relationship is prayer. Und diese Beziehung, die ich zu Gott habe, ist das Gebet. We have this book, Catechism of the Catholic Church. Wir haben dieses Buch, das nennt sich Katechismus der katholischen Kirche. The fourth part of this book is all about prayer. Und der vierte Teil dieses Katechismus beschäftigt sich mit dem Gebet. And the opening lines about prayer gives us even a definition of prayer. Und das, die Eröffnungszeilen zum Gebet geben uns gleichzeitig auch eine Definition über das, was Gebet ist. Okay, number 2558. Wir nehmen mal den Paragraphen 2558. I just read only a definition that is given by Saint Teresa of Child Jesus.
Und da lesen wir eine Definition über das Gebet, das uns die heilige kleine Therese von Lisieux gegeben hat. Doctor of the Church and inserted into the first article that is dealing with prayer. Und sie ist Kirchenlehrerin und wird hier im ersten Paragraphen über das Gebet zitiert. I'm reading for you. For me, prayer is a search of the heart. It is a simple look turned toward heaven. It is a cry of recognition and of love, embracing both trial and joy. Die kleine Therese sagt, für mich ist das Gebet ein Aufschwung des Herzens, ein schlichter Blick zum Himmel, ein Ausruf der Dankbarkeit und Liebe inmitten der Prüfung und inmitten der Freude. So we see here through the words of St. Teresa, prayer is all about relationship. Also wir sehen hier in den kurzen Worten der kleinen Therese, dass es im Gebet immer um eine Beziehung und einen Austausch mit Gott geht. It is the connection of the heart. Es ist eine Beziehung zwischen den Herzen, eine Berührung der Herzen. And if our hearts have to get connected to the heart of God, wenn unsere Herzen mit den Herzen Gottes in Kontakt kommen, how shall we do? How shall we make that connection? Wie können wir diesen Kontakt herstellen? Can you suggest some means, some ways? Was denkt ihr? How to get connected to God? Wie können wir in Kontakt mit Gott? A secure kommen? Connection. A secure, sure connection. Als eine sichere Verbindung. A connection that will not be broken off. Also eine Verbindung, die nicht so schnell gestört oder zerbrochen wird. What is that connection? Was ist? To say yes to the will of God. Okay, saying yes to the will of God. Practical ways. How do we know God's will? Practical ways. Ja, aber praktisch. Wie wissen wir denn den Willen Gottes? Wie kommen wir dahin? Read the word of God. Ah, exactly. So through the word of God, I get to the will of God. Also durch das Wort Gottes erkenne ich den Willen Gottes. And Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. Und Jesus sagt im Johannesevangelium, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. To make a secure connection to the Lord is to keep the word. Also um wirklich eine feste Beziehung zum Herrn zu haben, ist sein Wort zu halten. I want to share with you two references of the Word of God that speaks about what the Word of God is. Und ich möchte mit euch jetzt zwei Stellen anschauen, die uns sagen, was das Wort Gottes ist. Hebrews chapter 4, verse 12. Hebräerbrief, 4. Kapitel, Vers 12. Hebrews 4, 12 says this way, indeed, the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing until it divides soul from the spirit, joints from marrow. It is able to judge the thoughts and intentions of the heart. Da heißt es, denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Let me ask you a very funny question. Where do you see the Word of God? Also, lasst mich eine lustige Frage stellen. Where do you see the Word of God? Yeah, where do you see? Was seht ihr im Wort Gottes? Where? What do you see in the Word of God? No, where do you see the Word of God? Where is the Word of God? Wo ist das Wort Gottes? Everywhere. Everywhere? Okay. Wo seht ihr das Wort Gottes? In the Bible? Yes? In der Bibel? And so God become flesh. Okay, so... so. The word become flesh in us. Okay, the word becomes flesh. Okay, all these are correct answers. But, alles richtig, alles richtig. Okay, but I want to read to you the next verse, that is verse 13 from chapter 4. Also ich möchte jetzt mit euch aber den 13. Vers auf dem 4. Kapitel lesen. In the first verse we said, Word of God is alive, it is active, it cuts finer than a double-edged sword, etc. Wir haben gerade gehört, das Wort Gottes ist lebendig, es ist wie ein zweischneidiges Schwert. And I asked you a question, where is that word? Und ich habe euch gefragt, wo ist dieses Wort, wo sehen wir das? And the verse 13 tells us, and before him, und da heißt es im Vers 13, vor ihm, him, vor ihm, no creature is hidden.
bleibt kein Geschöpf verborgen. So him means a person. Ihm heißt also eine Person. Yes or no? Not it, as in English, before it, word of God. Also es heißt nicht vor es, vor einer Sache, sondern vor einer Person, vor ihm. But him, that's a person. So the word of God is the person of Jesus. Also das Wort Gottes, verstehen wir dadurch, ist die Person Jesu. The word become flesh. Das Wort ist Fleisch geworden. The word who assumed our humanity. Das Wort, das unsere Menschheit angenommen hat. The word who lives along with us in the Eucharist. Das Wort, das mit uns lebt durch die Heilige Eucharistie, in der Heiligen Eucharistie. So when we say the word of God, it's not merely few phrases from the Bible. Also wenn wir sagen das Wort Gottes, dann sind das nicht ein paar Zeilen aus der Heiligen Schrift. But everything coming to the centrality of the person of Jesus. Alles fließt hin und bezieht sich auf die Zentralität der Person Jesu Christi. And therefore the scripture continues to teach us. Und deswegen lehrt uns die Schrift weiterhin. About the importance of the word of God. Über die Bedeutung des Wortes Gottes. Let's read from 2 Timothy chapter 3 verse 16. Lesen wir aus dem 2. Timotheus. Chapter 3 verse 16. 2. Timotheus, 3. Kapitel, Vers 16. I'm reading for you in English. All scripture is inspired by God and is useful for teaching, for reproof, for correction and for training in righteousness. Da heißt es, jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. All scripture is inspired by God and is useful for teaching, reproof and correction and for training in righteousness. Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, Widerlegung, Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Again, question to you. Noch einmal stelle ich euch eine Frage. When I say scripture, what do you understand? Wenn ich sage jede Schrift, was versteht ihr da? Where is the scripture? Wo ist die Schrift? All Scripture is inspired by God. All scripture. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Was ist damit gemeint? Wo ist die Schrift? The Bible. The Bible? Old Testament? New Testament? Gospel? What is it? Was ist damit gemeint? Altes Testament? Neues Testament? Evangelium? Everything. Wonderful. Everything. Alles, ja. Richtig. From the beginning till the end. Vom Anfang bis zum Ende. Is scripture. Das ist die Schrift. Is the word of God. Das ist das Wort Gottes. And in the light of what we learned in Hebrews chapter 4 verse 13. Und im Licht dessen, was wir eben in Hebräer 4:13 gelesen every haben. Every word in the scripture. Jedes Wort der Heiligen Schrift. Is what? Is the person of Jesus. Jedes Wort der Heiligen Schrift ist every word in the scripture is about Jesus. Ist die Person Jesu. It is linked to Jesus. Jesus Wort der Heiligen Schrift bezieht Without sich auf Jesus. Linking to Jesus, we cannot understand the scripture. Ohne die Schrift, jedes Wort der Heiligen Schrift auf Jesus Christus zu beziehen, können wir die Heilige Schrift nicht verstehen. Okay, let's take 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Also nehmen wir jetzt dazu den 2. Petrusbrief, 1. Kapitel. Chapter 1, verse 20 and 21. 2. Peter, chapter. Also 2. Petrusbrief, 1. Kapitel, die Verse 20 und 21. Okay. I read for you in English. First of all, you must understand this, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation. Because no prophecy ever came by human will, but men and women moved by the Holy Spirit spoke from God. Bedenkt dabei vor allem dies. Keine Weissagung der Schrift darf eigenmächtig ausgelegt werden. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil ein Mensch es wollte, sondern vom Heiligen Geist getrieben
haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. So the scripture is to be interpreted by the church under the guidance of the Holy Spirit. Also die Heilige Schrift soll ausgelegt werden durch die Kirche unter der Führung des Heiligen Geistes. Not to be interpreted by human reasoning. Also die Heilige Schrift soll nicht durch menschliches Denken, durch menschlichen Verstand interpretiert werden. But human reasoning guided and inspired by the Holy Spirit. Aber durch das menschliche Denken, was geführt und inspiriert ist durch den Heiligen Geist. When we allow the Holy Spirit to inspire our human reason, wenn wir dem Heiligen Geist gestatten, dass er unser menschliches Denken inspiriert und davon Besitz nimmt, when we allow the Holy Spirit to enter into our ego drama through the Word of God. Also wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, in unser Ego-Drama durch das Wort Gottes hineinzukommen, we become part of the theodrama. Dann werden wir Teil des Theodramas. God's word becomes flesh in us. Das Wort Gottes wird in uns Fleisch. God's plans become to flower in us. Die Pläne Gottes beginnen in uns zu blühen. Our faces begin to radiate. Unsere Gesichter beginnen wieder zu strahlen. We cannot keep quiet. Dann können wir nicht einfach ruhig und still bleiben. Like the apostles who said, we cannot keep quiet about what we have heard and seen. So wie die Apostel gesagt haben, wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen und we gehört haben. We want to proclaim. Wir müssen es verkündigen. The Spirit is within us. Der Geist ist in uns. And we get connected. Und wir stehen dazu, wir sind davon berührt. Wir stehen dazu we get connected to God. Wir stehen in dieser Verbindung zu Gott. This is prayer. Das nennen wir Gebet. So in prayer, also im Gebet, God reveals his will to us. Im Gebet offenbart uns Gott seinen Willen für uns. And for which we can use the word of God. Und um das zu erkennen, können wir natürlich das Wort Gottes gebrauchen. Word of God, first of all, received and interpreted through the church. Das Wort Gottes, das zunächst von der Kirche interpretiert worden ist. Okay. Let's take to Jeremiah chapter 21 verse 11. Prophet Jeremiah chapter 29 verse 11. Gehen wir jetzt zum Jeremia 29, 11. Verse 11. 28 verse 11, right? 29? No, verse 28. Did I make a mistake? Yeah. I have plans for better. 29 verse 11. Yeah. Okay. So I read for you in English. For surely I know the plans I have for you, says the Lord. Plans for your welfare and not for harm, to give you a future with hope. Ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Spruch des Herrn. Pläne des Heils und nicht des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. So God has a plan for me. Also Gott hat einen Plan für mich. And this plan is for my welfare. Und dieser Plan ist zu meinem Heil. God is not going to take away anything from me. Also das heißt, Gott will mir nicht irgendetwas wegnehmen. When I follow him and I follow his will, wenn ich nämlich ihm folge und seinem Willen folge, there's going to be a synergy between me and God. Dann gibt es eine Synthese, eine Verbindung zwischen mir und Gott. I'm sure the elderly couples who are here will agree with me. Also ich glaube, die älteren Ehepaare, die hier sind, die sind damit einverstanden mit dem, was ich sage. I can see Sir Carl and Mrs. Carl here. And I do not know any other couples. Are there couples here? Please wave your hands. Any couples here? Gibt es noch andere Ehepaare? Yes, sir. Okay, there are two couples. Die Ehepaare dürfen mal einmal die Hände heben, damit wir das sehen. Okay, thank you. Grazie. Okay. So the church says, in the sermons you'll hear this. Also die Kirche sagt, marriage is not between two people. Die Heirat ist nicht nur zwischen zwei Menschen. But it is between three people. Have you heard this, Sir Carl? Die Heirat ist zwischen drei Menschen. Hast du das schon mal von gehört, Karl? Who is the third one? Wer ist der Dritte im Bunde? Wer ist der Dritte?
practical life. And if God was there in the marriage, you keep on smiling at each other. Also, und wenn Gott wirklich da war, als ihr geheiratet habt, dann hört ihr nicht auf, euch einander anzulächeln. And if God had escaped, then you begin to frown at each other and yell at each other. Aber wenn Gott flüchtet, wenn Gott nicht mehr da ist, dann fangt ihr an, euch anzukeifen. Ego drama and Theo drama. Also, da sehen wir wieder Ego drama oder Theo drama, also Drama mit Gott. I invite everyone to give a big clap for the couples who are here. Also, ich enjoying their life, smiling at each other. Also der Applaus ist jetzt für alle Ehepaare, die Gott in ihr Leben eingeladen haben und die immer einander zulächeln. Wonderful. Okay, grazie. So dear friends, God has a plan for us and God wishes the best for us. Also kehren wir zu dem zurück. Gott hat einen Plan für uns und Gott will unser Heil. But very, very, very often we come across today in modern society the word called depression. Also, aber in unserer heutigen Zeit sind wir sehr vertraut in unserer modernen, säkularisierten Welt mit diesem Wort Depression. What does depression mean? What are some of its indications? Can you say some words? Wie beschreiben wir Depression? Was ist das? Könnt ihr es mit ein paar Worten beschreiben? Without joy. Depression. Depression. Say like this, the words. Say like Fear. Fear, okay. Darkness. Darkness. Gleichgültigkeit. Sag mal in Englisch. The feeling that everything is equal or same, that it doesn't matter. Nothing new. Yes. Everything is same. Okay. No. Loss of hope. Keine Hoffnung. Darkness. Darkness. Anliegslos. No power. No power. No joy of life. No joy in life. Same thing every day. Same morning. Same evening. Same immer dasselbe, meals. Selbe am Morgen. Self-destruction. Selbstzerstörung. To be down. To be down. Looking down. Mm-hmm. Full of doubt. Full of doubts. To desire for the dead. To desire death? Yes. Ah, it's better that I die and go. Yeah. besser ich sterbe und gehe, ja. Okay. The feeling to get no love. Ah, so no one's there to love me? Yes. Mm-hmm. No relationships? Keine Beziehungen. Okay. Now let me ask you, are you saying these words looking at someone else's life or from your own experience? Jetzt frage ich euch, gebt ihr diese Antworten, weil ihr das im Leben eines anderen seht oder sind es eure eigenen Erfahrungen? All of us go through it. Ja, es sind unsere eigenen Erfahrungen, das kennen wir alle selber. That means we need, all of us are invited to get connected to God. Also, das heißt, jeder von uns ist eingeladen, in eine neue, tiefere Beziehung zu Gott einzutreten. That means we need to grow in prayer. Das heißt, wir sollen im Gebet wachsen. That means we need to go deeper into the Word of God. Das heißt, wir sollen tiefer in das Wort Gottes einsteigen. And that's the beautiful moment Jesus is giving us today and these days. Und das ist dieser wunderbare Augenblick, den Gott uns schenkt heute und in den folgenden Tagen. To deepen our relationship with God. Dass wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen. To explode like Mary. So wie Maria, die aus sich herausgegangen ist. To go out in haste. Auf sich eilig auf den Weg zu machen. To say no to darkness. Der Dunkelheit zu widersagen. But to radiate our life and the life of others with smiles. Und dass wir unser Leben und das Leben anderen, dass wir uns lächelnd begegnen. Okay, so in order to grow in prayer, what are some of the challenges that we face? Also, wenn wir im Gebet wachsen wollen, mit welchen Herausforderungen sind wir dann konfrontiert? Aha, almost our time is going through. Okay, ich sehe gerade, dass die Zeit schon fortschreitet. So the catechism speaks to us some of the temptations that can come in prayer,
Der Katechismus spricht uns von einigen Versuchungen, die im Gebet kommen können. So we all want to grow in prayer, but at the same time we also face certain temptations against prayer. Also wir wollen alle im Gebet wachsen, aber wir merken auch alle, dass wir mit diesen Versuchungen im Gebet zu tun haben. Take number 2732. Nehmen wir dazu aus dem Katechismus die Nummer 2732. 2732 says, the title is Facing Temptations in Prayer. The most common yet most hidden temptation in prayer is dash. Tell me, what is the temptation? Die Versuchung im Gebet ist die Überschrift. Die häufigste und verborgenste Versuchung ist der Mangel an Trust, Faith. Faith and Trust. Faith? Faith, yes. Okay, very good. Sehr gut, der Mangel an Glauben. Lack of Trust. Der Mangel an Glauben. Oh, sorry, lack of faith. Lack of der faith. Mangel an Glauben. It expresses itself less by declared incredulity than by your actual preferences. Und dieser Mangel an Glauben äußert sich weniger in einem erklärten Unglauben als in der tatsächlichen Bevorzugung anderer Dinge. In other words, if you ask me, do you have faith, I will always say yes. Anders gesagt, wenn du mich fragst, hast du Glauben, würde ich immer sagen, ja. If I ask you, do you have faith, you will say yes. Und wenn ich dich frage, hast du Glauben, wirst du sagen, ja. But the catechism says, even though we may not express that we don't have faith. Also aber der Katechismus sagt, selbst wenn wir sagen, dass wir keinen Unglauben haben. Even though I may not say that my faith is weak, I may not say it. Also ich sage nicht, dass ich schwachen Glauben habe. This is what often happens. Aber genau das ist es, was oft passiert. This is what causes problem in prayer. Das ist das, was trotzdem häufig die Probleme im Gebet verursacht. In other words, anders gesagt, if we are not praying, wenn wir nicht beten, the reason is, ist der Grund dafür, our faith is decreasing. Dass wir nur einen sehr schwachen Glauben haben. It's not because there is no time. Es liegt nicht daran, dass wir keine Zeit hätten. It's not because my wife does not give me peace. Es ist nicht, weil meine Frau mir keinen Frieden gibt. It's not because it's raining. Es ist nicht, weil es draußen regnet. It's not because it is too cold. Nicht, weil es zu kalt ist. The reason is my lack of faith. Der Grund ist mein mangelnder Glaube. Okay. The second temptation against prayer is in the next article, 2733. Die nächste Versuchung für ein mangelndes Gebet und der Versuchung im Gebet ist im Artikel 2733. Okay, I'm reading in English. Another temptation to which presumption opens the gate is Arcadia. Eine weitere Versuchung, der die Überheblichkeit die Tür öffnet, ist der Überdruss. The spiritual writers understand this by this a form of depression due to lax ascetical practice, decreasing vigilance, carelessness of heart. Die Lehrer des geistlichen Lebens verstehen darunter eine Art Depression. Sie wird durch das Nachlassen in der Askese, das Schwinden der Wachsamkeit und durch die mangelnde Sorgfalt des Herzens hervorgerufen. In other words, lukewarmness. Okay, let's go to lauwarm. Okay, let's go to with this one we shall conclude. Let's go to the book of Revelation, wherein the Lord warns the church of Laodicea in chapter 3, verse 15 and 16. Also gehen wir ins Buch der Offenbarung, wo über diese Lauheit gesprochen wird. Chapter 3, verse 15. And 16. Im dritten Kapitel die Verse 15 und 16. I know your works. You are neither cold nor hot. I wish you were either cold or hot. So because you are lukewarm and neither cold nor hot, I am about to spit you out of my mouth. Da heißt es, ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch heiß. Wärest du doch kalt oder heiß. Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt,
will ich dich aus meinem Mund ausspeien. So what's the meaning of not being hot or cold, being careless? Also careless, not cared, not bothered. Also ich bin sorglos, ich kümmere mich um nichts. So the catechism says another temptation that we have to face is carelessness about spiritual practices. Also das andere, diese zweite Versuchung ist eben, dass ich überdrüssig bin, diese geistlichen Übungen zu praktizieren. Im Katechismus stand überdrüssig. Okay. Carelessness in spiritual practices, carelessness in practicing virtues, carelessness in about sacred things, about sacred duties, all this come under the area of carelessness. Also nachlässig und überdrüssig in der Praktizierung der Tugenden des geistlichen Lebens, all dieser Dinge. Carelessness means lack of interest, right? Lack of enthusiasm, right? Also ich habe kein Interesse, mangelnde Begeisterung. In other words, means lack of love. Also ein Mangel an Liebe heißt das eigentlich auch, oder? So here we are before the Lord to hier. Show our love for Him. Und jetzt sind wir hier vor dem Herrn und wir wollen ihm unsere Liebe zeigen. Everything begins from love. Alles beginnt mit der Liebe. When I get connected to the Lord, wenn ich zu dem Herrn in Beziehung stehe, when I open my heart to him who knocks at me, wenn ich ihm mein Herz öffne, ihm, der doch schon an meine Herzenstür anklopft, he does everything for me. Dann tut er alles für mich. I don't need to go to the Himalayas. Ich brauche nicht erst bis auf die Himalaya. I don't need hundreds of years in meditation. Und ich brauche nicht. I don't need great ascetical practices of sitting. Ich brauche nicht 100 Minuten meditieren oder irgendwelche anderen geistigen Übungen machen. My Lord does everything for me. Mein Herr, er tut alles für mich. All that he has is mine. Alles, was sein ist, ist doch auch mein. The way in which God the Father loved Jesus is the same way in which Jesus loves me. Dieselbe Art und Weise, mit der Gott mich liebt, ist die Art und Weise, mit der Jesus mich liebt. Let's read John 17:23. Mit der Art und Weise, mit der Gott Jesus liebt, ist die Art und Weise, mit der Jesus mich liebt. And after sister has read it, you can repeat it. 17:23. John 17, yes? John 17:23. Johannes 17:23. Ich lese es einmal vor und danach wiederholt ihr das bitte. Ich in ihnen und du in mir. Ich in ihnen und du in mir. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. So Jesus loves us with the same intensity with which God the Father loves Jesus. Also Jesus liebt uns mit derselben Intensität, wie der Vater ihn liebt. This intensity is possible only in the Holy Trinity. Und diese Intensität ist nur möglich in der allerheiligsten Dreifaltigkeit. When I pray, I am entering into the mystery of this Trinity of love. Und wenn ich wirklich bete, dann trete ich ein in dieses Innerste der allerheiligsten Dreifaltigkeit. So let us rise up and say, Glory be to the Father. And to the Son and to the Holy Spirit. Also stehen wir auf und beten wir. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Also ihr dürft noch ein Lied singen und dann gibt Pater Bijoy schon mal den Schlusssegen und dann können wir uns auf die Messe vorbereiten. Ein Lied zur Anbetung.